Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge DSJ4. So, wir haben hier den ersten Durchgang in Bischofshofen beim Sommer-GP überstanden und es zeichnet sich eine deutliche Führung von Jaka Waller ab, der fast den Schanzenrekord hier gebrochen hat. Viele Favoriten raus, aber auch viele, die sich vorne eingereiht haben, so ab Platz 4, 5. Ab 5, 6, 7, 8 so sind das sind auch weit vorne die drei. Mal schauen, ob die jetzt das Ruder reißen können im Gesamt-GP-Stand nachher. Mal gucken, aber wir starten jetzt mal den Durchgang mit Andreas Wank und leichtem Aufwind. So wie man es gern hat. Okay. Das scheint schon mal ein guter Sprung zu sein, zumindest besser als der erste. Naja, doch nicht. Irgendwie ziemlich gleich. Und erstmal erster, ne? So, Besode kommt selber. Mal schauen, was er hier jetzt zusammenbringt. Nichts. Das war misslungener zweiter Durchgang. Am besten vergessen, den Punkt mitnehmen und beim nächsten wieder Vollgas geben. Genau. Janne Happonen darf als nächstes ran an das Speck. Will er, beziehungsweise schafft er die Führung, weil wollen tut es sicher. Aber er schafft es nicht ganz. Rang 225,5 Meter. Roman Kudelka, kann er die Leistung des ersten Durchgangs nochmal bringen und jetzt in Führung gehen? Das ist die Frage. Anscheinend kann er es auch nicht. Rang 2. Antonin Hayek darf als nächstes. So. Auch er mit dabei im zweiten Durchgang, was man am Anfang nicht gerade denken hat können. Und er schafft mal einen klaren ersten Platz. Knappe 10 Punkte. Passt. Juri Tepesch darf gleich mal die Führung angreifen. Mal gucken, ob ihm das gelingt. Mal gucken. Scheint gut zu laufen gerade. Ja, gelingt ihm. 132,5 Meter. Das sind 4 Punkte. 4,1 Punkte. Das ist in Ordnung. Anders Bader möchte auch wiederum weiter nach vorne kommen. Na, der Absprung war gut, aber danach, da hat er sich zu viel reingelehnt. Und schon stürzt er ab Rang 6 nur. Eieieiei. So, Richard Freitag. Auch nur mit einer niedrigen Nummer gestarteten Durchgang und qualifiziert, sehr schön. Mal schauen, ob er jetzt endlich mal wieder in Form hier kommt. Ja, das tut er, das tut er. 135,5 Meter, da ist er nochmal ganze 7 Punkte vorne. Wladimir Zograwski. Auch er hat es im zweiten Durchgang geschafft mit Rang 22. Mit einer soliden Leistung. Vielleicht, na, die solide Leistung kann er sich jetzt in die Haare schmieren. Jetzt wird er ein paar Pünktchen mit heimnehmen und zwei in der Zahl und dann die ganze Sache mal eben vergessen. So, Anzi Koivuranta und sich aufs nächste Springen natürlich konzentrieren. Anzi Koivuranta dürfte auch wieder zurückkommen diesen Winter, mal gucken. Aber hier auch, schwach. Andreas Kofler, Rang 20 nach dem ersten Durchgang, ziemlich okay gewesen. Und jetzt bringt er auch wieder einen halbwegs Sprung, der okay ist. Mit 126,5. Naja, was soll's. Was hilft's, ne? So, ich mach kurz einen Cut. So, jetzt geht's weiter. Mit Karel Nurmsalu. Musste die Frames kurz wieder runterstellen. Keine Ahnung warum, aber... Naja. Ich hätte gedacht, wenn man mehr Freiraum lässt, dann läuft es besser. Aber wie auch immer. Kyle Nurmsalu. Guter Sprung. Naja, halbwegs Leistung. Er ist zumindest zweit durchgekommen. Und das bedeutet jetzt mal zwischenzeitlich Rang 8 und meine Katze ist schon wieder nerven. Katze. So. Janne Damian ist jetzt am Start. Mal schauen, ob er die Leistung vom ersten Durchgang wiederholen kann und somit die Führung übernehmen kann. Mal gucken, ob er das kann. Naja. Nicht ganz. Und
Er erreicht jetzt zumindest mal Rang 3. Und als nächstes kommt Stefan Holler, der auch im ersten Durchgang eine gute Leistung gebracht hat. Mal gucken, was jetzt so läuft. Auch nicht wirklich das Beste. So. Jetzt habe ich Ruhe. Mackenzie Boyd Close für die Kanadier. Für den einen Kanadier, besser gesagt. Der sein Trainer noch ist. So. Gut. Naja, sieht okay aus. Er fällt hier mit zurück auf Rang 5. Ah, das ist okay. Richard Freitag rangelt sich die Leiter irgendwie hoch. Hangelt natürlich. Nicht rangelt, mein Gott. Und Wolfgang Leutz scheint jetzt einen sehr guten Absprung erwischt zu haben. Es kann ja die Führung sein. Ist es auch. Und damit löst er jetzt mal Richard Freitag ab. Okay, Thomas Morgenstern. Er war auf Rang 14 im ersten Durchgang. Mal gucken, was er jetzt bringt. Auch dieser Sprung sieht sehr gut aus. Sehr hoch vor allen Dingen. Und da geht er in Führung. Da geht er sicher in Führung. 137 Meter und diese Noten einfach. Diese Noten waren einfach sehr, sehr entscheidend gerade. Das sind fast 9 Punkte, die er vorne ist. Und das muss Severin Freund erstmal erreichen, wenn er in Führung gehen möchte. Schafft er es nicht? Das ist hier die Frage. Aber er schaut auch einen sehr guten Sprung zu haben. Kommt auch weit runter. Reicht es für die Führung? Es reicht. 0,4 Punkte. 138 Meter. Wow. Jetzt geht's hier Schlag auf Schlag. Anders Schwannemel. Ah, da hat ihm die Ski ins Gesicht geschlagen. Ja. Und das war... Dann war es das natürlich, ne? Anders Jakobsen. Auch er heute... Im Gegensatz zu den letzten beiden Springern sehr gut dabei. Auf jeden Fall macht er seine Punkte hier. Und heute. So, was für eine Punkte wären das aber. Sieht im Moment nach Rang 3 aus gerade. Ja, sieht nach Rang 3 aus. Ist auch... Mal schauen, was Dimitri Ipatov jetzt zusammenbringt. Er war ja auf Rang 10 und das heißt, wir sind schon bei den letzten 10 hier. Okay. Naja. Das war wohl ein... Griff ins Klo. Gregor de Schwanden. Auch eher einer von den dreien, die sehr weit am Anfang gekommen sind und sich doch weit vorne platziert haben. Aber dieser Absprung war jetzt nicht so gut und jetzt fällt er natürlich weit zurück. Auf Rang 15 aber wird zumindest ein paar Weltcup-Punkte machen auch. Das ist doch nicht so Sommer-GP-Punkte natürlich. Ja, wie auch immer. Davide Presadola war auch stark im ersten Durchgang, aber im zweiten Durchgang ein kompletter Durchhänger hier. Mal schauen, was Sebastian Colredo, sein Teamkollege, quasi jetzt macht. Ob er die Ehre der Italiener rettet oder nicht. Scheint so. Wenn er jetzt nicht stürzt oder sonstiges passiert. Und der war sehr gut. Der war sehr gut. 139 Meter, das ist jetzt klar Rang 1. Kann man ihn heute noch einholen oder nicht? 6 Personen sind noch oben, die es gerne möchten. Jakob Jana ist einer davon. Ja, der Sprung scheint ein bisschen gedrückt aus, aber er kommt zumindest schön runter für Rang 5. Das passt schon, da wird er zufrieden sein. Michael Neumeier ist der Nächste. Mal gucken, was er abliefern wird. Scheint nicht schlecht zu sein, der Absprung. Aber kommt er ran an den Führenden? Ich glaube nicht, aber vielleicht Rang 2. Rang 2 ist es auch. Und jetzt kommt David Sauner. Er bräuchte einen Sprung an die Hillsides, zumindest. Vielleicht auch ein bisschen weniger. Er muss zumindest seinen Sprung wiederholen. Und ich glaube, das schafft er nicht. Das schafft er bei weitem nicht. Nein. Rang 15 nur. So, Tom Hilder. Der Nächste. Top 3 schon am Balken. Schauen wir mal, ob gleich Sebastian Colloredo einen Podestplatz wieder mal hat. Wahrscheinlich ja, denn Tom Hilder setzt auch seinen Sprung komplett in den Sand. Nur vorletzter. Letzter, ja. Meine Güte. So, noch 2 Slowenen. Italien oder Slowenien? Mal gucken. Robert Kranjac. Die hatten einen kleinen Vorsprung.
die hat einen kleinen Vorsprung. Zumindest Robert Granitz ein Punkt, den er aber nicht in der Tat umwandelt. Jetzt ist er mal Rang 7, das ist auch okay. Aber jetzt Jakaballa, der hatte so viel Vorsprung. So viel Vorsprung. 137 Meter reichen schon. Wahrscheinlich schon 136, 135, so irgendwas. Aber das dürfte auch nicht reichen, gerade was er hier abliefert. Bei weitem nicht. Nur Rang 10. Das heißt, Sebastian Colloredo gewinnt vor Michael Neumann und Severin Freund und vor Thomas Morgenstern, der sich auch noch sehr weit nach vorne gekämpft hat. Achter Wolfgang Leutzel, auch erfreulich noch. Und dann, naja, dann wird's dürftig. Aber naja, was soll's. Wir haben wieder mal einen Springer hinter uns. Schauen wir mal, das mal die Gesamtwertung an. Okay, Sebastian Colloredo führt jetzt. Okay, er hat keinen Podestplatz gehabt, aber okay. Er führt jetzt. Und das sieht doch schon sehr schön auch aus. Vor Grüne Welter und vor Jakob Jander, der sich jetzt auch hochgekämpft hat, ist neuer Vierter Michael Neumeier, Fünfter Stefan Kraft, Sechster Lukas Schlaver mit Mackenzie Boyd-Close, der Neunte Thomas Morgenstern, schön, der hat sich auch schön verbessert gerade. Eben, und naja, mal schauen, wie viele noch keine Punkte haben. Es sind nur mehr genau 4 Leute. Das werden wir schon nächstes Mal oder die nächsten paar Mal schon irgendwie, glaube ich, ausbessern, schätzungsweise mal gucken, wie auch immer. Viel zu sagen ist noch nicht nach 3 Springern. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen, wir sehen uns das nächste Mal wieder und bis dorthin, springt schön brav weiter.